Hallo zusammen, passend zum Sommer mache ich heute einen feinen, frischen Erdbeer-Himbeer-Joghurtkuchen und ich zeige euch jetzt, wie das geht. Als erstes trenne ich die Eier. Trenne. Tun das Eigall in eine Schüssel, in eine separate Schüssel und dann könnt ihr es mit einer Prise Salz steif schlagen. Und in einer separaten Schüssel tun ich das Eigall, den Zucker und den Vanilleextrakt schön schaumig schlagen, dass es so eine schöne schaumige Masse gibt. Ein Tipp übrigens, dass ihr wisst, wenn der Eischnee genug steif ist, könnt ihr einfach mit der Schüssel über euren Kopf und wenn nicht runterfällt, dann ist es fertig. Und jetzt heize ich schnell den Ofen vorheizen auf 180 Grad Umluft. Jetzt ziehe ich den Eischnee und die Eigelbmasse drunter ziehen. Schön langsam. Am besten geht es mit einem Gummischabber. Hier habe ich das Mehl, Maizena und Backpulver vermischt. Und jetzt tue ich mit einem Sieb das Ganze in die Eimasse geben. Wichtig ist, dass ihr das mit einem Sieb macht, weil der Biskuitteig muss schön fein sein und es darf kein Klümpel geben. Reinsieben. Und dann ziehen wir mit einem Gummischabber das Mehl schön drunter ziehen. Ich tue jetzt den Teig in die vorbereitete Form hineinfüllen. Und dann könnt ihr das in der Form schön verteilen. Dann könnt ihr jetzt den Teig für ca. 35 Minuten in den Ofen tun und in der Zwischenzeit kann ich mit der Creme anfangen. Der erste Schritt für unsere Creme sind die Gelatineblätter. Die tun wir in kaltem Wasser aufweichen. Wichtig ist, dass ihr jedes Blatt, Gelatineblatt einzeln ins Wasser legt, damit es keine Klumpen gibt. Die Gelatineblätter lasst ihr jetzt für ca. 10 Minuten einweichen und dann könnt ihr die Himbeere und Erdbeere pürieren. In dieser Schüssel habe ich das Joghurt gemischt mit dem Zucker und dem Vanillezucker. Und dann gebe ich das Beeripüree zu der Creme dazu. Eine schöne, frische Farbe. Perfekt für den Sommer. Nach ca. 10 Minuten ist die Gelatine aufgeweicht. Und dann könnt ihr hier wirklich ein bisschen drücken, dass das Wasser rauskommt. Und dann dünnt es in ein Pfännchen rein. Das macht ihr mit allen 9 Blättern. Dann könnt ihr gerade von dem Wasser einen Esslöffel dazugeben. Jetzt erwärmen wir die Gelatine. Erwärmen. Dünnt ihr den Herd auf leichter bis mittlerer Stufe anstellen. Und jetzt ist wirklich entscheidend und mega wichtig, dass die Gelatine nicht zu warm wird, weil sonst verliert sie die Bindefähigkeit und dann geht euer ganzer Kuchen zusammen. Wenn ihr seht, dass die Gelatine anfängt flüssig zu werden, wie jetzt hier, könnt ihr das Pfännchen vom Herd nehmen. Ihr nehmt 3 Esslöffel von eurer Joghurt-Erdbeere-Creme, mischt das schön schnell durch. Wieso ihr das macht, ist, damit es nachher keine Klumpen gibt. Und ihr müsst es ein bisschen schneller schaffen bei der Gelatine, weil sonst wird sie schnell wieder fest. Und jetzt könnt ihr ganz langsam, am besten geht es mit einem Schwingbesen, könnt ihr, während ihr schwingt, einfach die Gelatine ganz langsam reinleeren. Nochmal schön verrühren und dann ist die Creme bereit für die Form. Der Biskuitteig ist abgekühlt und jetzt tue ich die Beeri-Creme direkt in die Form hineinfüllen. Jetzt tun wir den Kuchen für mindestens 3 Stunden im Kühlschrank. Am besten und optimalsten ist es über Nacht, damit die Gelatine schön fest werden kann. Der Kuchen ist über Nacht fest geworden im Kühlschrank. Und jetzt tue ich den zuerst von der Form lösen. Dann könnt ihr mit dem Messer am Rand entlang. Und dann könnt ihr die Form lösen und dann nehmen. Und weil ich so gerne dekoriere, tue ich jetzt meinen Kuchen mit frischen Erdbeeren, Mandelblättern und weißen Schoki verzieren. Und nächste Woche geht es gerade rosa weiter. Die Muriel zeigt euch, wie ihr ein feines Erdbeer-Frozen-Joghurt machen könnt.